Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. So, ich muss mal. Oh, warum fährt mein Traktor rückwärts? Muss ich doch gerade hier nochmal gucken. Bin in den Rückwärtsgang eingestellt gewesen. So, wir haben hier jetzt leider wieder unsere paar Bäumchen stehen. Weil wir ein Map-Update aufgespielt haben. Bei diesem kamen jetzt wieder ein paar Produktionen hinzu. Hallo. Moin. Servus, Volker, sage ich. Jürgen, was ist los? Es gibt ja neue Produktionen. Ja. Und ich würde gern das Kieswerk kaufen. Das Kieswerk. Hm? Okay, könnten wir uns da dann so in 15 Minuten treffen? 15 Minuten? Ja, ich muss halt jetzt erstmal zum Sägewerk meine Ladung loswerden. Ja. Okay. Gut. Dann bis später. Bis dann, tschüss. Würde ich mal kurz den Schneider anrufen. Oh. Hallo, Herr Schneider. Hallo. Ich wollte Sie gerade noch mal fragen, ob Sie denn inzwischen ein bisschen geübt haben. Ah ja, ich habe ein bisschen geübt. Okay. Hallo. Herr Varuna. Hallo? Servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, der ist halt gerade nicht da, ja? Ja, geil. Wann hätten Sie denn da Zeit, Herr Schneider? Ja, wie wär's heute so um 8, um 20 Uhr? Also, es ist jetzt ja halb 16 Uhr, 22, oder nee, machen wir anders. Ich bin gerade eben am Mähen. Machen wir um 17 Uhr, wenn es passt. 17 Uhr, kriegen Sie das hin? Ja, ich denke, das müsste schon klappen. Ist dann noch eine halbe Stunde. Okay. Und da beim Markt. Nee, nicht beim Markt, beim Gasthaus durch. Beim Gasthaus, beim Händler wieder? Jo. Jo, das sollte ich hoffentlich hinkriegen. Okay, passt. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, dann muss ich aber den Jürgen vielleicht. Hallo? Hallo, Herr Zimmermann hier. Und zwar, ich wollte fragen, ich bin hier im Gemeinderat. Wie ist denn das mit Steuern? Das heißt, wenn ich jetzt quasi mein Gehalt, also meine Beratungskosten nehmen. Muss ich da auch noch Steuern drauf zahlen? Ja, wie viele? Ja, das ist ein Gewinn. Da müssten sie auch 10% Steuern abführen. Okay. Da kann ich ja meinen Gewinn. Mein Gewinn ist ja quasi, eigentlich die Beratungskosten. Das heißt, ich muss nur die 10%, aber da ich ja über das Gemeindekonto geführt werde, wie ist das? Sie müssen ja trotzdem ihre Steuern abführen. Das heißt, ich müsste quasi mal die Beratungskosten und die 10% von meinem Mandanten verlangen und die muss er dann überweisen, richtig? Exakt. Okay. Perfekt, dann. Wenn Sie Ihre. Also, ich würde es an Ihrer Stelle so machen, ich würde meinen Gewinn trotzdem nochmal extra aufführen. Falls Sie sich irgendwann mit der Gemeinde verstreiten. Dass sie dann ihr Geld mitnehmen können. Ja, klar. Das würde ich Ihnen raten. Okay, ja, perfekt. Danke. Gut, bitte. Tschüss. Tschüss. Das stehe ich hier jetzt schon richtig. Also ich sehe ja nichts.
So, gut. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt gleich das Holz da hinten aus dem Anhänger rausbekomme. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Herr Richter. Hallo, Herr Richter. Ich hatte gerade mit Herrn Neumann telefoniert. Ich hatte hier einen schweren Verkehrsunfall. Ich habe das jetzt so abgeklärt, dass ich jetzt mal mit dem Herrn Schneider teste, ob der mich hier rumfährt, weil wenn der das machen würde, dann ist das ja nicht in seiner Genehmigung. Ah, wegen Taxiunternehmen oder was? Ja. Aber wenn Sie einen schweren Verkehrsunfall haben, wie können Sie dann noch fahren? Herr Schneider soll mich herumfahren mit seinem Taxi. Herr Varuna. Deswegen, da hatte ich Taxi. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich werde jetzt den Herrn Schneider mal anrufen, ob der mich hier nach Hellenberg fernfahren kann. Mhm. Und dann gucken wir, können Sie ja sehen, ob er mich fährt oder ob er mich nicht fährt. Ja, weil wenn der nicht fahren sollte, dann begeht er ja quasi, fährt er ja ohne seine Genehmigung. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und darauf wollte ich ihn jetzt mal testen, ob der das dann macht. Ach so, Sie wollen gucken, ob der ehrlich ist. Ja. Ach so, ja, das können Sie machen. Ja, werde ich das mal machen. Wenn ihm noch einen schönen Tag will, hören uns bestimmt später nochmal. Jo, ebenso. Tschüss. Tschüss. Es war ein bisschen schwer zu verstehen, was der Herr jetzt wollte, der Herr Stromberger. So, und ich gehe hier gleich mal alles raus. Telefon wieder am laufenden Band. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich selber hätte ein Interesse an der Kompostproduktion. Okay. Dann muss ich kurz überlegen. Ich habe nämlich jetzt gleich einen Termin mit dem Herrn Racex. Dann mit dem Herrn. Oh, den Termin kann ich auch wieder nicht halten, ey. Bringen Sie mich aber in Verlegenheit. Ja, ich würde Sie anrufen, wenn ich Zeit habe. Okay, dann machen wir das. Beziehungsweise, Moment, Sie sind doch auch. Wir sind doch gemeinsam im Gemeinderat. Ja. Rechnen Sie doch einfach mal aus, was die Gebühren sind. Also mal die Steuer ausrechnen. Die Steuer ausrechnen und dann können Sie das ja. Wir müssen das ja öffentlich. Upsala. Wir müssen das ja öffentlich machen. Dann würden Sie es. Schreiben Sie es mal bitte aus. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Jo. Und dann, wenn Sie in vorm Schlafen gehen noch keine Rückmeldung haben, dann passt's. Okay, ja. Gut, zu Ihrer Information, der Herr, ich hatte Ihnen mitgeteilt, dass der Herr Schneider einen Kredit gekriegt hatte, gell? Ja. Auch wie viel er zurückzahlen muss. Warte, da muss ich meinen Zettel einmal rauskramen. Was steht hier? Waren das 92.400? Ja, exakt.
Und gut. Ich selbst muss ja 129.600 zurückzahlen. Ja. Gut. Würden Sie dann noch veranlassen, dass der Herr Rasex von der Gemeinde 9.200 für Wartungsarbeiten an den Laternen bekommt und zur Reparatur vom Blitzer? 9.200. Genau. Jo, das veranlasse ich sofort. Gut, vielen Dank. Bis dann. Also, eine Sache noch. Ja. Ich habe gehört, dass Sie die Fahrschule, eine Fahrschule aufbauen möchten. Ja. Oder du. Ja, das ist noch in Gange. Ich bin gerade dabei, das Gelände freizuräumen. Da stehen noch ein paar Bäume. Falls du finanzielle Unterstützung brauchst, würde dich sonst unterstützen. Das hört sich schon mal gut an. Vor allem eventuell auch, du hast ja einen Haufen Fahrzeuge. Dann könnten wir ja damit vielleicht auch ein paar Verkehrsübungen machen. Ja, wenn meine Mitarbeiter das für weniger Geld bekommen, also für weniger... Ah, dass sie dann Rabatt kriegen? Ja, genau. Ja, das können wir machen. 50% oder so. Das hört sich gut an. Ja, das kriegt man hin. Okay, gut, dann... Und eins, noch eine Sache. Ja? Haben Sie oder hast du Hackschnitzel? Kann ich dir liefern heute noch. Oder beziehungsweise die nächsten Tage. Das wäre gut. Wie viel brauchst du denn? Ich brauch. Moment. Wie viel kannst du denn liefern mit einmal? Mit 31.000. Dann bring mir zwei Ladungen vorbei. Oh Gott, das dauert aber. Ja, ich guck mal, dass ich das so schnell wie möglich hinkrieg. Preis machen wir dann noch ab? Moment, ich guck mal gerade. Ob ich da schon irgendwo eine Aussage treffen kann. Hm. 3.100 pro Ladung. Nochmal. 3.100 pro Ladung. Ja, können wir machen. Also 6.200 zusammen. Jo, das können wir machen. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. Schon wieder. Hallo? Hallo. Ah, hallo Hofer. Was ist los? Jo, ich bräuchte dann mal, einen Kredit aufnehmen. Sie möchten einen Kredit haben. Da wenden Sie sich bitte an den Herrn Neumann. Okay, ja, noch eine Sache. Bei mir das Feld muss gepflügt werden, aber ist gepflügt. Ja, dann freuen Sie sich doch. Ja, aber es muss gepflügt werden und das zeigt's an, dass meine App... Obwohl es gepflügt ist. Ja, ist halt so. Was soll ich jetzt machen? Ja, nee, ich wollte nur fragen. Ob Sie da wissen, ob das nur falsch anzeigt. Meine App, oder? Keine Ahnung. Okay. Jo. Gut. Bis dann erstmal. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Wo bleibt denn der jetzt hier? Der wollte sich hier treffen und jetzt ist er nicht da. Volker Varuna hier, hallo. Hoi. Ja, wo bleibst du denn? Bin unterwegs. Ich hab noch den Herrn König aufgesammelt. Der wollte auch zu dir. Wer ist denn das? In Ordnung. Er hat gesagt, alter Schulfreund von dir.
König. Sagt mir gerade nichts. Naja, bring mal mit. Bring mal mit, ne? Jo, gib Gas hier. Ich hab keine Zeit. Später. Ciao. König. König. Okay, warte mal, ich sollte mal einen Auftrag hier notieren. Zweimal Hackschnitzel. LU. Für 6.200. Ich guck mal, ob ich den Schneider gerade erreiche. Ja, hallo, Herr Richter, hier. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist der Richter. Gehen Sie immer ans Telefon von anderen Leuten? Nein, der Herr Schneider ist nur verunfallt. Ach so. Oh, Mist. Deswegen. Ich werde mich hier erstmal um ihn kümmern, deswegen, dann will ich es später mal. Ja, okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, der ist verunfallt. Na toll, dann können wir das ja mit der Taxilizenz erstmal vergessen. Schade für ihn. Naja, dann warte ich mal kurz auf den Jürgen Rasex und dann schauen wir mal weiter.